Yo, what up, motherfuckers? Moin, moin. Knobelgelde is in the house, you mother. Ja. Da sind wir. Ich glaube, ich bin besoffen, ich weiß auch Klingt so. nicht. Klingt so, findest du, ja? Was geht, ihr Schlawutzkis? Hier ist der Knochen. Mit Kaiser Franz. In the house. To fuck your ass, you bitches. Ja, ich sag mal, Catalina Power, wie ihr seht, ich habe zwei Catalinas drin und TBF, aber die werden wir erstmal ignorieren. Ja, hier geht es einfach nur darum, wir knattern mit Catalina durch die Gegend. Ich melde schon mal an hier. Let's fets. Ui, ich fühle mich wirklich ein bisschen betrunken. Wieso nicht? Das ist okay. Ja, du, habe ich auch kein Problem mit. Eben. So, knatter die Futz, ab geht das hier, Catalina. Wir sehen hier, Kanzel 3x 12,7 mm Browning und 7,62 mm und 1000 Pfund Bomben. 4 Stück habe ich davon. Also knapp 500 Kilo. Geballte Brutalpower. Der Vorteil ist, ihr habt den Faden verloren. Ich wollte gerade was sagen und plötzlich merke ich, bup, abgeschnitten, ne? Du hast über Bomben Ja, Bomben, ah, oh, schöne Sache. Vor allem, wenn sie wieder mal wieder in Köln gefunden werden. Ich bin so ein dämlicher Volkspass. Ja, nee, also die Bombenkraft ist wirklich, Mann, es war heute so heiß und irgendwie, ich bin so voll zerrädert irgendwie. liegt an der Hitze. Ja, naja, wenn man das so ein paar Kannen genommen hat heute, ne? Nee, also die Bombenlast ist halt toll, weil gerade in dem Bereich hier, jetzt versuche ich mal ein bisschen ernst irgendwie zu reden. Ey, die scheiß Key, der will mir irgendwie hier die Ziele klauen, ne? Oh fuck, meine schießt auch schon. Meine Schützen schießen. Echt? Ja. Ja. Ui, 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 ui. Holy smokes. Der hat nur eins hier weg. Ich habe irgendwie einen kritisch getroffen hier über mir. Ich glaube, ich schaffe gar nichts. Ne? Ich bin ja schon. Oh, mein Schütze ist ausgeschaltet. Oh, das ist natürlich ein scheißen Pick. Und ich habe eine Ecke. Ne, der Vorteil ist, ja, Aber erzähl der halt. ist repariert worden. Oh, der Mann schießt weiter auf mich. Der Vorteil ist, ja. Ja, das natürlich mit der Bombenlast, die ich jetzt habe, knapp 500 Kilo, kriegt man natürlich die leichten Bodeneinheiten in dem Bereich hier locker weg, ne? Gerade bei den Pillboxen hier kriegt man auch mal, wenn man Glück hat, mal 4, 5 weg. Obwohl, mehr als 4 sind ja nie hier. Ich glaube eine Scheiße, Junge. Gott, ich kann nicht steuern. 2 habe ich schon mal. Ja, also ich bin noch dabei. Der wollte mich rammen. Kurva March, echt jetzt. Ja, also wenn die Ziele echt dicht zusammenfahren, dann kann man natürlich auch locker mal 8 wegnehmen, ne? Je nachdem, wie viel man rausknallt. Ich flieg ja noch. Wie läuft's bei Ich flieg dir auch. so? Ich Oh. flieg aber irgendwie im Kreis und Im Kreis, da würde ich sehe mal nichts. das sagen. Du hast Ich kann nicht steuern. ja, dann hast du deine Heckklappen, die haben's dir angetan. Dann schmeiß ich die Bombe. Ich glaube, mehr geht auch nicht da. Ich habe vor mir eine I-15. Ich fliege auch irgendwie. Ich habe auch wieder die Bomben nachgeladen. Ich bin vor Abschusshilfe. mich. Was? Oh, ich kann nicht mehr steuern. Jetzt bin ich Mir fehlt irgendeine Seitenklappe. Ich bin voll in Schräglage. Und ich brenne. Das heißt, ich werde abbrennen. Denn wie ich dir vorhin schon gesagt habe, hier dichtet nichts selber ab. Oh! Feuer gelöscht. Aber pass mal auf. Ich kann kaum noch den Ziel ansteuern. Vielleicht den hier noch. Und den hier. Oh, ich komm. Huiuiui. Oh, da kommt schon wieder einer. Meine Fresse. Weißt du, wie ein Schweizer Käse aussieht? Ja, der hat weniger Löcher als ich. So. Oh, ich bin weg. Die Bombe schmeiße ich einfach mal so ins Nichts hier. Ich bin nicht mal richtig abgestürzt. Ich bin einfach auf den Boden so aufgekommen so und bin überkippt so. Und so, wupp.
Wenn ich irgendwas falsch sage, dann korrigiere mich einfach, ne? Ich glaube, ich kann nicht mehr richtig reden hier. Ich glaube, ich habe so einen Teppich im Maul gerade. Da wollte ich fliegen, was soll das? Ja, da wollte ich auch hin, da wo du gerade hin willst. Ich bin da. Ja. Kann ja trotzdem kommen, oder? Also nicht verboten, oder? Oder sind die Ziele auf der Seite deine, dann fliege ich auf die andere Richtung. Ja, da steht mein Name drauf. Ach so, na, dann fliege ich mal in die andere Richtung, ne? Ja, ich habe nur einmal. Ach, na, dann fliege ich doch wieder in die Richtung. Und aus welchem Grund ich auch einen Leck habe. Oh, shit, über mir ist irgendeiner. Oh, ein P36. Ach ne. SBM2 ist auch noch da. Ich flieg voll vorbei an die. Oh! Ich habe das Gefühl, bei den Catalina geht als schnellstes immer die Heckklappen kaputt hier. Ne? So dass man einfach mal gar nicht mehr steuern kann. Oh. So, ich habe wieder einen weg. Uiuiui. Und kritischen Treffer, Pilot bewusstlos, na, der ist ja weg dann, oder? Ich glaube, da auf dem Boden krallt einer. Ja. Ich wundere mich, wenn der steht, Pilot ist bewusstlos, wäre der denn nicht eigentlich komplett weg oder was? Also müsste der nicht tot sein? Denn wer fliegt denn dieses Flugzeug, wenn der Pilot bewusstlos ist? Autopilot. Ah, ey, die haben mir schon wieder so viel reingeknallt hier. Oh, ich habe schon wieder einen weg. Ich habe jetzt 4 Kills einfach nur durch diese. Oh, ich bin schon wieder weg. Weißt du, wer mich gekillt hat? Den ich gekillt habe. Ach so. Aber jetzt steht hier ein anderer. Ah, der hat sich die Abschusshilfe geholt. Okay, der war der letzte, der auf meinen Wack geschossen hat. Wollte ich noch was sagen? Also die Catalina-Modelle unterscheiden sich nicht gerade grundlegend. Eigentlich nur dadurch, dass die eine halt vom Wasser aus startet normalerweise, wenn es hier gerade mal kalt ist. Und andere vom Land aus, weil halt schon ein klappbares Fahrwerk hat. Ja, du weißt das doch. Ja, ich weiß das. Ich habe das gerade den Kollegen erzählt, die hier zugucken. Eventuell. Ja, ich habe nichts getrunken, also. Ich auch nicht. Also. Da rammt mich einer von hinten, was soll das? Was? Ja. Sag dir mal, dass du das nicht gut findest. Nein, gar nicht. So ein Nimrod-Penner hier. Meine Ziele. Wieder weg. Tja! Ich mache das letzte Ziel hier. Zack, 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 zack. Ich glaube, jetzt gewinnen wir. Wenn ich den wegknalle. Ja! Wie, ist aber gar nicht der entscheidende Schlag. Was ist das denn? Ja. Jesus. Wir haben trotzdem gewonnen. Ja, ach, wir machen noch ein paar Runden, ne? Ich klatsche das alles zusammen hier hintereinander. Das ist mir scheißegal. Ach so, ich hab's ja vergessen, Aufnahme zu drücken hier. Ach, scheiße. Was? Ich nehme schon auf. Ja, mein Mineralwasser geöffnet, so. Hey, da sind wir wieder. Kamalina hier, PB5, YYs, Dings. Ne? Ich bin so kaputt, Alter. Let's get it all. Ich muss erstmal eingießen hier. Ich krieg so leichte Schädel um. Oh, scheiße. Ja, da hast du ja irgendwas erforscht und. Wie, du hast Torpedos? Nee. Was willst du mit den Dingern hier? Nee, ich sagte, das sind Torpedos. Ah, verstehe. Ja. So richtig Nacht ist. Mir kam vor, als wäre früher Nacht, wäre richtig dunkel gewesen, so. So Führer, früher. Ach so. Das ist heller. Aber der Mond ist da. Ja, und Sterne. Ich versuche doch mal ein paar Bodeneinheiten. Echte Sterne. Wie heißt das? Konstellation. Ja, Konstellation. Konstellation, ja, ja. Kannst du da irgendwas erkennen? Also so ein großer Wagen und wie heißt der andere? Ja, kaputter Reifen und.
Wie ist der andere, der Pommesgabel und. Nee. Großer Wagen ist da. Ja. Du, ich will die gar nicht erkennen, dafür mir erklärt, wie die aussehen und wo die sind. Das weißt du nicht. Ja, da. Weißt du, hab nie so in Mathematik aufgepasst. Guck mal, die schöne Schawulte, die olle Dornier hier, komm, ich knall jetzt alles raus. Mal gucken, ob ich was treffe. Also zum Steuern ist das Flugzeug echt anstrengend. Ja, ich sage, die sind. Oh, 6 Stück. Ja, die Dornier, ich sage, die sind schwer zu steuern, die sind halt ziemlich so Stockplanes halt, ne? Wie gesagt, also der Vorteil für mich ist eigentlich nur die Bombenlast, gerade in dem Bereich hier und ja, die Schützen, ne? Wenn die richtig durchgeskillt sind. Richtig getrampte Jungs. Ja, dann geht das eigentlich ganz gut mit denen. So, ich flieg mal zurück. Ich will mich mehr auf Bodeneinheiten, eigentlich ist das voll assi, ne? Ich meine, ich gehe auf Bodeneinheiten, dabei ist das Hauptziel eigentlich die verdammten Basen, aber ich habe keinen Bock auf Basen, die bringen irgendwie keine Kohle so, ne? Man kennt mich ja, ich bin ein asozialer Wichser, Misanthrop halt, ne? Und denke mir, scheiße auf die Bodeneinheiten, Junge. Aber ich nehme mal den Bunker mit hier. Wieso scheiße auf die Bodeneinheiten, scheiße auf die Basen, so. Was, drauf scheißt du denn? Ja, auf alles. Anarchie, Digga. Anarchie. Das sind meine, krieg da weg. Wenn die jetzt oder was? Das sind meine, geh da weg. Ja, okay. Das sind ja noch welche. Ja, die treffe ich jetzt nicht. Ja, die musst du aber treffen. Ja, jetzt kann ich nicht zielen, weil das Kreuz da nicht drin ist. Ja, wir sind wieder sind andere schuld, ja, ne? Nicht steuern. Also. Na, wird das was? Nee. Oh, ich guck die ganze Zeit da, wo du hinfliegst. Ja. Okay, die Mitte vor mir Flugzeuge sind hier. Heiliger Tittenfick, ey. Oh, jetzt habe ich hinter mir einen. Oh, ich habe meine Bomben wieder. Ich weiß nicht, ob ich die noch schaffe abzuwerfen. Da ist noch ein Bunker, ne? Bin gerade an einem Bunker vorbeigeflogen. Ja, ist wahrscheinlich auch gerade vorbei. Naja, kann gut sein, ja. Wir sind Illusion 2. Oh shit. Links von mir ist jetzt ein Bunker, ich glaube. Das war's. Der Penner! Hab ich gerammt, ne? Dieses Stück Scheiße. So. Ich verachte alle Rammer. Wer rammt, der hat einfach einen kleinen, ganz kleinen Pimmel, ne? Und ist einfach zu blöd, irgendwie Flugzeuge abzuschießen, ne? Ey, versuch jetzt irgendwie hier in der Luft noch zu bleiben. Also schieß doch. Kommt der BF-10 auf mich zu. Ja, das war's dann wohl. Jo, grüß dich. Ey, was ab? Der hat mich auch gerammt. So, sind die alle bekloppt hier, oder was? Diese Boomblams-Scheiße, ne? Ich muss direkt mal. Ja, genau der! Nee, der war das nicht. Und so, ich stürz ab. Boop! Scheiße. Ah! Oh, hier ist einer, der nennt sich The Pro. Wenn ich Leute sehe, die sich Pro nennen, ich fühle mich sofort herausgefordert, ne? Ja, klar, kann The ich. The Pro. Ja. Vor allem The Pro Android. Was ist das für ein Name? Andreu? Was soll das sein, Alter? Ist das polnisch für André oder was? Welche Sprache das ist. Achso. Ist das überhaupt eine Sprache von dieser Welt oder? So ein Pimmelsacker, ey. Ich sehe den. Dieses beschissene Bumsdings da. Ich versuche noch mal ein paar Bodeneinheiten wegzuhämmern. Ja, wir verlieren, würde ich sagen. Naja, sieht so aus.
Ja, irgendwie nicht so geil. Ja, machst du dir jetzt die Bodeneinheiten? Da wollte ich doch hin. Ich habe ja nur 3 Bomben. Ja, ich habe nur 4. Ja, jetzt nicht. Ich habe nichts geschafft. Also. Was heißt ein Tusem? Ist das polnisch? Nee. Ne? Ja. Dann brauchst du dich nicht weiter damit befassen. Alter, was? Oh, nächste Runde, wenn ich ne? Diese Gutscheine habe, ich habe eigentlich 2 Zelte verloren. Da stand ja jetzt nur 1. Wenn ich die Gutscheine habe, heißt das, ich habe den nicht verloren. Doch, doch. Weil du kannst ja nochmal fliegen. Ja gut, aber ich habe 2 Flugzeuge verloren. Und das zeigt mir, dass ich nur einen verloren habe oder so. Das erkläre ich dir gleich mal und dann machen wir noch eine Erklär Runde. Erklär mir das. Alles klar. So, Atze, jetzt knacken wir es, ne? Ja, klar. Alles klar. Jetzt gewinnen wir. Naja, absolut. Aber da haben wir heute schon mal gewonnen. Ja. Also jetzt. Einmal. Einmal, immerhin. Mhm. Ja, wenn man 20 Mal fliegt, kann man auch mal gewinnen, ne? Oh, hier ist auch scheiße. Wieso? Ja, die Bodeneinheiten gibt ja nicht so viele. Also gibt schon viele, aber die sind so scheiße aufgeteilt, ne? 50, das ist viel. Also ich flieg nach links. Wo wahrscheinlich jeder hinfliegt. Ja, ist doch scheiße. Also irgendwie, wir wollen mal Zielwasser. Was trinkst du? Hä? Ich trinke so Mineralwasser, da steht 5.0 original drauf. Ja, ja, halt davon. Ist ja Wasser drin. Ja, ja, flüssig. Flüssiges Wasser. Da hast du recht, da ist sogar flüssiges Wasser. Oh, scheiße! Hier ist jemand. Ja. Aber ich kann nicht nach hinten gucken, weil ich befürchte, dass ich dann irgendwie... Ui! Kritischer Treffer. Motherfucker! Das ist keine Klappen. Wer hat keine Klappen? Ja, hat ja nicht jedes Flugzeug Klappen hier. Ja, also Kaiser, irgendwann, ich frage mal Gaijin, warum das Flugzeug keine Klappen, und dann sagen sie mir, jo, du bist auf den Chat gesperrt, wieso kannst du schreiben? Keine Ahnung. Hier, ich habe hier immer noch einen, wieso macht ihn keiner weg? Ah, jetzt hat er mir den Schützen kaputt gemacht, Mann! Und der ist weg irgendwie. Oh shit! Da ist schon der Flugplatz, also die ganze Flak, die ballert hier wie blöde. Ich habe irgendwie auch keine Klappen mehr hier. Ach, die Junkers war es, glaube ich, hier. Ja, nicht jeder Flugzeug. Ah! Ja, voll Klugscheiß. Ich flieg seitlich, ohne Scheiß. Ich flieg seitlich. Da pendelt der sich nochmal ein hier. Ich krieg die Bomben nicht ausgeklingt so. Ein heiliger Titanfick, das ist doch nicht normal. Also eigentlich bin ich relativ nutzlos jetzt. Alter, wieso ist das Flugzeug so langsam? Ich krieg die Krücke nicht mehr gesteuert hier. Mit den Appenklappen hier. Uiuiuiui. Oh, ich lieg auf dem Kopf. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, ich werde abstürzen. Ich krieg's nicht mehr in Position. Das ist ärgerlich. Ui. Ich bin auch durch Löcher. Kurva duper hui. Alles. Ja. Oh, ich flieg auf. Nee, jetzt kriegt ihr einen Vogel einen Kill, der irgendwie vor 5 Minuten auf mich geschossen hat. Das hasse ich an diesem System hier. Das ist voll kacke. Echt Gaijin, ihr Pimmelsacker. Also, ne? Weißt du, ich wurde mal gesperrt für den Chat. Weil, aber ich hab's nicht geschrieben. Ja, weil irgendjemand Gaijin als Gaijin bezeichnet hat, ne?
Aber es war nicht ich, ich wurde einen Tag später oder ein paar Stunden später. Hä? Ne, das stimmt überhaupt nicht, dass die ganze Firma nicht gibt, ey. Die ganze Handkurs hier, ne? Du weißt ja nicht, vielleicht guckt ja einer das Video. Ich kann gar nicht mehr spielen. Vielleicht schaffe ich das noch mit einem Leck. Mit zwei Leck. Ach, willst du da auf die Bodeneinheiten? Na, pass mal auf, dann zieh ich woanders hin. Ja, das sind aber auch viele. Alter, was ist das für ein Penner? Ja, pass auf, ich komme rüber zu dir. Vielleicht schaffen meine Schützen den irgendwie runter. Echt, er hätte mich in Ruhe lassen. Ja, ich komme, das ist ein Doppeldecker, kann ich dir jetzt schon sagen. Ah! Verpiss dich! Dieses scheiß SU ist unter mir. Teilen. Yeah. In zwei Teilen. Jedes Mal. Ja, aber das habe ich auch. Ja, das ist wahrscheinlich der schwächste Punkt. Und vor allem, wenn die länger raufschießen, dann gibt es ja so eine Art Materialermüdung, würde ich mal sagen. Hm. Und dann bricht halt das Heck weg, ne? Das ist wie Trabi aus Pappe oder so. Ey, nichts gegen Trabis, ja. Ich versuche irgendwie hier noch lebendig durchzukommen. Ja, P26, okay. Könnte ich jetzt sagen, ist kein großer Gegner, ne? Weil P26 ist eigentlich. Ist ein P-Shooter. Das ist hier eigentlich Reserve, ne? Von den Amis, aber auch scheiße, ey. Hier ballert doch schon Flak rum. Ich heiße, ich bin hier irgendwo in der Nähe, ziemlich in der Nähe von. Ich knall die Bomben raus hier, die verlangen mich nur. Ja. Toll, wie wir uns ergänzen. Ich krieg den Satz nicht fertig, nur muss ich bände es ihn. Ich glaube, der fliegt ziemlich im Zickzack. Ich kann gerade nicht nach hinten gucken, ne? Weil da noch jemand ist. Mhm. Wenn es nur einer wäre, würde ich ja selber den Schützen hier bedienen, aber so geht das gar nicht, ey. Mhm. Oh, ich crashe. Abschaum! Ey, was für die ganze Scheiße? Krieg ich nur 370 Punkte? Habt ihr eine Macke, Junge? Wo fliegst du nicht hin? Weißt du? Zu diesem Flugding da. Ja, ich schon. Echt? Ja, Geronimo, rein da. Ich hab schon fast gefunden, da kann man aber noch ein Flugzeug opfern hier. Leroy. Leroy Jenkins! Oh Gott, ey. Der wird schon komplett zerstört im Oberstübchen, das richtig, ne? Ja. Geht auch irgendwie. Oh Gott, das ist dumm. Ey, da sind gerade zwei abgestürzt, wie geht das denn? Ich hab nicht mal geschafft, meine Bomben los. Ja, ey, ja, ich hab's gerade gesehen, oh fuck you! Die Flak hatte ja voll zerfest. Ja. Ich glaube, ich gehe auch eher auf die Flak hier irgendwie. Wie viel habe ich denn? Vier Bomben. In die Brettern auch richtig hardcore rein hier. Zack! Vielleicht die. Oh shit! Das ist ja. Wow! Mhm. Ja, die Flak haben mir auch abgeballert. Ich habe kein Flugzeug mehr. Gar kein? 87. Nee. Ich habe nur drei hier. Ja, super, hast du nur eins oder was? Zwei. Zwei hast du noch? Ja, leck mich die doch am Fuß. Ja. Wie heißt er? Gleich, den müssen wir bloßstellen. Irgendwas. Statistik gucken. Oh, ach, jetzt stalkst du, oder was? Und nee, ich finde die gerade nicht. Ach doch, hier, mit der P6, ja, scheiße. Okay, eine Runde machen wir noch, ihr Motherfreaks. Ne?